Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus mitten aus Ruhrpott. Und heute bauen wir das Lego Creator 5763 C-Modell. Und zwar ist das hier unten das Trike. Hier sieht man das unter diesen zusätzlichen Gummis, die da angebracht sind. Hier haben wir die Anleitung. Das ist das C-Modell und damit geht's nach dem Intro sofort los. Teile liegen ja da. So, dann wollen wir mal starten mit dem C-Modell. Oh, einen Schluck. Also das A- und B-Modell war schon gut. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Waren schön. Und ich hatte es schon mal erwähnt, ich habe diese Modelle bei Let's Bricks im Stream, liebe Grüße gehen raus, schon einmal gebaut, aber ich will sie euch ja auch nicht vorenthalten, darum habe ich sie wieder zerlegt und baue sie nochmal. Und der Bauspaß ist immer noch vorhanden. Ich bin immer noch sehr zufrieden damit. Und ich werde auch mal gucken, ob ich da eventuell noch ein D-Modell finde. Dafür gehe ich dann bei Rebrickling auf die Seite und schaue mal, was die so anzubieten haben. Vielleicht haben wir was. Ich habe noch nicht geguckt. Aber da dieses Set wirklich, ich sag ja, schön ist, auch mit der Federung und so weiter, denke ich mir, dass da wahrscheinlich was zu finden ist. So. Die Lego-Steine an sich sind in Ordnung, bis auf einen Teil, wo so ein bisschen Klemmkraft weg ist. Aber da will ich gar nicht meckern, weil ich sag mal, wenn man das halt öfters benutzt, irgendwann wird es da wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen schwächer. Und das ist hier diese Klemme hier. Passiert. Also darf man eigentlich nicht sagen. Sups. Das A- und B-Modell, wie gesagt, war sehr, sehr schön. Oder die Sets waren sehr, sehr schön. Gefielen mir sehr, sehr gut. Und jetzt bauen wir ja das Trike. Und vom groben Ganzen, sage ich mal, ist das wirklich auch ein sehr, sehr schön umgesetztes Modell, finde ich. Stabil sind sie alle, bespielbar sind sie eigentlich auch alle. Und optisch machen sie auch ein ganz gutes Bild. Dass man hier vorne ein bisschen Luft baut, ist auch gar nicht mal verkehrt. Ich meine, klar. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Aber ist okay.
sind auch eigentlich relativ stimmig. Das muss man zugeben. So ran schon, ja, okay, da natürlich. Bleibst du da? Da sind wir jetzt bei Bauschritt 16. So. Bitte. Jetzt kommen wieder die Teile, wo ich sagte, da ist so ein bisschen mau, was die Klemmkraft angeht, egal ob an den weißen oder an den gelben. Kann natürlich sein, dass hier zwei Rückstände die gut klemmen. Einer, ja, einer ist dabei, der ist halt nicht so toll. Aber wie gesagt, verzeih ich. Verzeih ich voll und ganz. Und beim A- und B-Modell konnte man das Ergebnis klar und deutlich erkennen. Und ich sag mal, auch bei diesem Modell finde ich, dass man es sonst fertig ist, sehr genau erkennen kann, was ich dann wieder recht gut finde. Hier. Sehr schön. Hilfe.
Und jetzt wollen wir die beiden Technikelemente, weil jetzt kommt Befehlung. Der war ich zu schnell. Und das hatte ich bei dem A und B Modell auch schon gesagt. Jetzt kommt wieder dieser Stein. Ja. Der kommt hier hinten runter. Ohne Funktion. Bei allen drei Modellen ist es so. So, das war's. Hier sind die Teile, die über sind. Und hier. Ja, hier ist ein bisschen knapp in der Bewegung. Ja, aber absolut geil. Richtig, richtig schönes Modell. Ja. Wir kommen auf eine Länge von 14,5 cm, eine Breite von 9 cm und eine Höhe von 7 cm. Und es rollt. Ja, die Federung vorne, ja, aber sie funktioniert. Ne? So, das war's. Das war A, B und C Modell. Diese Teile habe ich über. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet, wie euch das gefällt. Ich würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ein Abo ist auch schön. Und ansonsten bestelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus. Und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.